Hallo, liebe Forge of Empires-Freunde, und willkommen zurück zur mittlerweile vierten Folge meines G4G-Tutorials. Wie ihr seht, habe ich euch wieder einmal ein Video geöffnet, wo ich euch verschiedene Dinge zeigen möchte. Dieses Mal geht es um das Thema Symbole beim Kampf im G4G, aber nicht um die roten oder um die gelben Kreise, sondern um die grauen Kreise mit gekreuzten Schwertern. Solche grauen Kreise seht ihr, wenn eine fremde Gilde eine andere fremde Gilde angreift. Das Ding erscheint natürlich nur, sofern so ein Angriff begonnen hat, solange noch kein Angriff stattfindet. Beispielsweise hier oben bei diesen Sektoren sind ja alles Landessektoren, da kann ein Angriff stattfinden. Und das ist eine fremde Gilde und andere fremde Gilden könnten halt hier landen, würde genauso aussehen wie hier. Aber der Angriff hat gestartet und darum ist der graue Kreis da und die Schwerter drauf. Sie verschwinden wieder einmal nur, wenn die Belagerungsarmee vernichtet wurde oder die Belagerungsarmee gelöscht wird vom Angreifer. So. Ich werde jetzt wieder abspielen und dann gehe ich wieder auf die einzelnen Details ein. Okay, hier sieht er noch nicht so viel. Jetzt sind wir an einem Bild angekommen, wo ich euch wieder das zeigen kann. Es gibt wieder einmal gekreuzte Schwerter und Schilde. Die gekreuzten Schwerter stehen für erfolgreiche Kämpfe gegen die Belagerungsarmee der verteidigenden Gilde. Oder aber, wie in diesem Fall, wir sind ja hier eine Gilde, die nicht betroffen ist, die nicht angegriffen wird, aber wir greifen auch mit an. Und in dem Fall können diese gekreuzten Schilde eben auch von uns produziert werden. Und der dritte Fall wäre, wenn es sich um einen Strandsektor handeln würde, könnten eben auch noch dritte Gilden, die nicht benachbart sind, hier in den Kampf mit eingreifen und versuchen, diese Belagerungsarmee zu zerstören, die hier drauf ist. Die Schilde wiederum sind vom Angreifer und zeigen an, wie viele Kämpfe der Angreifer schon gewonnen hat. Dieser Sektor ist nicht besonders gut verteidigt. Ihr seht, hier ist nur noch ein Pünktchen dran. Darauf werde ich auch nochmal näher eingehen, aber das bedeutet, da ist nicht mehr viel zu machen. Der ist jetzt ratzfatz geholt. Wir werden sehen, ob wir den Kampf gleich gewinnen oder verlieren. Aber generell ist es jetzt der Fall, den ich schon mehrfach angesprochen habe, dass man eben in den Kampf mit eingreifen kann, wenn man eine benachbarte Gilde ist. So, ich spiele weiter ab. Der Kampf ist jetzt in diesem Fall gewonnen worden, also die Belagerungsarmee wurde zerstört. Dieses Symbol ist wieder runter. So, ich habe versucht, eine Belagerungsarmee zu platzieren, ist nicht gelungen. Die angreifende Gilde hat nochmal eine platziert. Der Kampf läuft weiter. Und die angreifende Gilde hat es geschafft, diesen Sektor einzunehmen. Man könnte jetzt denken, okay, ja, hat eben eine Gilde einen Sektor verloren, ist ja nicht unser Sektor gewesen, nicht so schlimm, aber irgendwie doch, weil es sich bei der Gilde um eine Gilde handelt, die eben auch uns angreift. Und durch diese Eroberung von diesem Sektor, aber auch diesen und diesen, das sind hier, ist ja ein zusammenhängendes Gebiet. Das sieht man daran, dass diese Grenzen hier nicht dick rot dazwischen sind, sondern das ist ein zusammenhängendes Gebiet. Ja, dadurch, dass die dieses Gebiet geholt haben, sind die in der Lage, mehr von uns zu erobern. Und deswegen sollte euch eben auch interessieren, welche Gilden greifen eure Nachbarn an. Was vielleicht auch auffällt, ihr seht jetzt hier kein graues Schild über der über den eingenommenen Sektor, sondern wieder ein rotes Schild. Also es ist eine gegnerische oder eine andere, die ist ja nicht, muss ja nicht unbedingt gegnerisch sein,
andere Gilde, die einen Sektor eingenommen hat, deswegen rotes Schild obendrauf. Und in dem Fall ist es jetzt irrelevant, ob der Sektor vorher der eigenen Gilde gehört hat oder nicht. Der Sektor ist von einer anderen Gilde geschützt. Vorerst. Ich will jetzt nochmal ein bisschen weiter abspielen. Ich glaube, jetzt kommt hier erstmal nichts mehr. Aber ab Minute 15. So, es ist ein Sektor, an den wir nicht drankommen. Also hier können wir nicht in den Kampf eingreifen. Wir sind nicht in der Lage, hier irgendwas gegen zu tun. Wir sind eben keine benachbarte Gilde. Und auch hier findet gerade der Kampf statt. Und der Kampf läuft. Und man konnte da gerade das sehen, was ich eigentlich nochmal demonstrieren wollte. Ja, spule nochmal zurück. Und versuche im rechten Moment auf die Pause-Taste zu drücken. Jetzt ist es mir gelungen. Ihr seht hier, wer der Besitzer ist. Die Gilde Attacco besitzt gerade diesen Sektor und sie wird von der Gilde Nibelungen belagert. Die kämpfen jetzt hier um diesen Sektor und einer dieser Gilden wird entweder verteidigen oder den Sektor einnehmen. Das werden wir gleich noch sehen. Generell kann man aus solchen Kämpfen im Ereignisprotokoll, also hier im Kampflog nebenan, nicht viel ablesen. Wie ihr seht, hier sind schon Aktionen passiert, aber hier steht nichts im Ereignisprotokoll, weil es meine eigene Gilde oder die eigene Gilde ja nicht betrifft. Also wir kämpfen hier drauf nicht und wir verteidigen hier nicht, deswegen steht davon nichts im Ereignisprotokoll. Was drauf stehen würde, ist, wenn wir in diesen Kampf eingreifen würden und Kämpfe gewinnen würden, dann würde hier stehen, dass wir gegen die Belagerungsarmee einen Kampf gewonnen haben. So. Kampf geht weiter und er ist eingenommen. Sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht, aber das rote Schild ist drauf. Das Relevanteste an der Stelle ist, dass eben eine euch feindlich gesinnte Gilde auf dem Gebiet einer anderen Gilde landen kann und euch im Anschluss von dort angreifen kann. Und das kann euch halt auch empfindlich wehtun und das wird eben durch diesen grauen Kreis oft nicht bemerkt. Also viele Gilden bekommen es einfach nicht mit, dass sie gerade indirekt angegriffen werden, wenn am Rand hier irgendwo so ein grauer Kreis mit gekreuzten Schilden ist. Aber gekreuzten Schwertern ist. Aber es ist wirklich sehr, sehr relevant, weil das oft das Einfallstor ist für feindliche Gilden, die sich unbemerkt in euer Gebiet schleichen wollen. Das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr eine Erkenntnis gewonnen habt, die für euer GVG relevant ist, oder ihr vielleicht jemandem helfen konntet, indem ihr das Video weitergegeben habt, dann freue ich mich über ein Däumchen nach oben und wenn ihr diese GVG-Serie weiter verfolgen wollt, dann lasst doch ein Abonnement da, denn ich werde noch viele weitere Teile machen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.